Vom siegreichen Esel, ein Märchen aus dem Atlasgebirge. Hoch in den Bergen lebte einst ein alter Köhler. Er war sehr arm und besaß nichts weiter als einen Esel. Was hab ich von dem Tier? Ich kann ja kein Holz mehr schlagen und keine Kohlen brennen, um sie in die Stadt zu bringen. Ich werde den Esel verkaufen. Vielleicht bekomme ich für ihn so viel Geld, dass es mir etwas besser geht, dachte der Alte. Er gab seinem treuen Gesellen noch einmal tüchtig zu fressen und beim Morgengrauen zogen beide los. Über tiefe Schluchten und einen reißenden Bach führte der Weg und endlich erreichten sie die Stadt. Das Glück aber schien sie verlassen zu haben. Auf dem Markt wurden viele Esel und Maultiere zum Kauf angeboten und alle waren sie jünger und stärker als das arme Eselchen des alten Köhlers. »Hier kriege ich nichts für dich, Bruder«, seufzte der Alte und führte das Grautier durch Disteln und Gestrüpp und sandige Wüste weiter fort. Die Sonne brannte heiß und versenkte sie fast. Nach 3 Tagen beschwerlicher Wanderung erblickte der Greis die Mauern einer prächtigen Stadt und einen hohen Turm. Kaum hatte er das Stadttor durchschritten, wurde er von einer Menschenmenge umringt. Alle bestaunten den Esel, denn hierzulande hatte man so ein Tier noch nie gesehen. Der erschrockene Graue hob den Kopf und gab ein lautes »Ia!« von sich. »Um Himmels Willen, was ist das?« riefen die Leute. Verschmitzt antwortete der Köhler, »Das ist mein siegreicher Esel. In meiner Jugend zog er häufig mit mir in den Krieg und erkämpfte so manchen Sieg. Jetzt aber bin ich dafür zu alt. Ein Jammer, dass so ein Sieger nutzlos neben mir herhinleben muss.« Es dauerte nicht lange, da erreichte die Kunde von dem berühmten Tier den König. Alsbald lud er den Greis in seinen Palast ein, ließ ihn auf einem seidenen Teppich Platz nehmen und befahl, Tee und Sesamkuchen zu bringen. Nachdem sich der Alte in der Kühle erfrischt hatte, sprach der Herrscher, »Wie ich höre, sollst du in deiner Jugend ein berühmter Held gewesen sein. Wenn du dich mit deinem siegreichen Esel auf dem Schlachtfeld zeigtest, ergriffen auch die kühnsten Feinde die Flucht. Entspricht das der Wahrheit? So sage mir, was du für das Tier verlangst.« »Ich bin schon alt und stehe allein in der Welt. Nur mein treuer Esel ist mir geblieben. Ohne ihn wäre mein Leben sehr traurig«, antwortete der Köhler. Der König und seine Ratgeber redeten lange auf ihn ein, ihnen das wertvolle Tier zu überlassen. Gewiss würde er großzügig dafür belohnt. Schließlich wogen sie den Esel mit Gold auf und schütteten die Münzen in einen Ledersack, den sie einem mächtigen Kamel aufbürdeten. Und der Alte kehrte zufrieden ins Gebirge zurück. Der siegreiche Esel wurde in den königlichen Stall geführt und sorgfältig gepflegt. Jeden Tag wurde er gewaschen und mit duftenden Ölen eingerieben, sodass sein Fell strahlenden Glanz gewann. Bald sah er wohlgenährt und kräftig aus und bis auf die Freiheit der frischen grünen Wiesen hoch in den Bergen, auf denen er einst geweidet hatte, vermisste er nichts. Wenn er daran dachte, iahte er vor Wehmut so laut, dass die Wächter auf den Turm liefen, weil sie glaubten, der Feind stehe vor den Toren. Einmal aber war der Alarm echt. Mit lautem Trommelschlag wurde verkündet, das Heer des Nachbarkönigs nähere sich der Stadt. »Sollen Sie nur kommen, der siegreiche Esel wird es Ihnen schon zeigen.« Die feindlichen Truppen lagerten vor den Mauern und bereiteten sich auf den Angriff vor. Da führte der Stadtkommandant persönlich den Esel zum Stadttor und befahl den Wächtern zu öffnen. Die Trompeten bliesen und der vierbeinige Held wurde losgelassen. Der Esel, glücklich wieder im Freien zu sein, schrie gellend 3-mal hintereinander. Er nahm einen Anlauf, sprang herum und wälzte sich, sodass mächtige Staubwolken aufstiegen. Es schien, als ziehe ein riesiges Heer heran. Auch die Feinde hatten noch nie einen Esel gesehen. Das durchdringende »Ia! Ia!« flößte ihnen Furcht und Schrecken ein. Da erblickte der Esel unter den Palmen des Heerlagers einige Kamele. Er lief auf sie zu und schrie so durchdringend, dass es in den Ohren schmerzte. Die feindlichen Krieger gerieten in Panik. Nur noch auf ihre Rettung bedacht, ergriffen sie die Flucht. Auch der Esel bekam in diesem Durcheinander Angst und hörte gar nicht mehr auf zu schreien.
Sein Ruf schallte den Fliehenden wie Büffelhörner nach. Der siegreiche Esel hat den Feind verjagt, meldeten die Trommler. Und alt und jung feierten 3 Tage und 3 Nächte lang. Feierlich wurde der Sieger in den königlichen Stall geleitet und von diesem Tag an noch sorgfältiger gehegt und gepflegt. Manchmal wurde er auch vor das Stadttor unter die Palmen geführt, damit er mit mächtiger Stimme sein Ia rief und die Feinde fernhielt. So gut erging es wohl keinem Esel auf der ganzen Welt. Aber auch der alte Köhler lebte nicht schlecht, nachdem er mit seinem Sack voll Gold glücklich in die Berge zurückgekehrt war. Er erfreute sich großen Ansehens und erreichte in Wohlstand und Zufriedenheit ein hohes Alter.